Letztendlich sind wir, glaube ich, verdient ins Finale eingezogen. Wir haben die erste Halbzeit klar bestimmt, auch das 1-0 gemacht, hätten da normalerweise auch ein Tor oder zwei Tore mehr machen können müssen. Mit dem letzten Pass, mit der letzten Aktion war ich nicht immer ganz zufrieden. Zweite Halbzeit haben wir etwas gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind. Aber danach, als wir ein Spiel gefunden haben, war auch da, waren wir überlegen und haben auf das 2-0 gedrängt. Als das 2-0 dann fiel, dann war normalerweise auch klar, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, ich habe gestern natürlich klar das Halbfinale, andere Halbfinale angeschaut. Und die Mexikaner ist eine sehr athletische Mannschaft, sehr viel Dynamik, Intensität auch in ihrem Spiel. Und von daher, wenn wir uns ab morgen vorbereiten auf den Gegner und wollen natürlich den Titel holen. Ich denke, wenn wir das schaffen, das nächste Spiel am Donnerstag auch das Finale zu gewinnen, dann hat die Mannschaft, man muss ja sagen, der Titel gehört ja noch zur letzten Saison, hat die Mannschaft eine herausragende Saison abgeschlossen mit dem sechsten Titel. Und wir hoffen natürlich alle, dass es irgendwann mal wieder so ist, dass wir einfach mit den Zuschauern auch in Deutschland spielen können. Ich glaube, wir lächeln da alle danach und denken die Fans, aber auch die Spieler, die Trainer, komplett der Verein, wäre eine schöne Sache, wenn es irgendwann mal relativ schnell wieder so weit wäre. Aber da, wie gesagt, da müssen wir natürlich warten, bis das Ganze in die gute Richtung geht.